Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Maren Padal. Maren ist Cellistin und Musiklehrerin und lebt wie ich in Neustadt an der Weinstraße. Zu unserer Podcast-Aufnahme brachte sie ihr selbstgebautes Campanula-Cello mit. Ein wunderschönes, blaulasiertes Instrument mit ziemlich vielen Saiten. Maren bat mich, den Audiorekorder anzumachen, mich zurückzulehnen und die Augen zu schließen. Und dann spielte sie mir auf dem Cello vor. Kein reproduzierbares Stück, sondern Klänge, die in mir Bilder und Empfindungen erzeugten. Anschließend starteten wir ganz entspannt ins Gespräch. Ich schneide euch ans Ende dieser Podcast-Folge die ganzen 10 Minuten, die Maren auf dem Cello gespielt hat. Dann könnt ihr auch mal so eine Traumreise unternehmen, wenn ihr möchtet. Okay. Gut, sitzt du gut? Ja, also würde ich sagen, ja. Okay. Wenn der Abstand so okay ist. Hi Maren. Hi. Voll schön, dass du hier bist. Ja, wir sitzen live voreinander, sage ich mal noch dazu, weil du bist aus Neustadt an der Weinstraße, genau wie ich. Genau. Und wir kennen uns so ein bisschen übers Theater in der Kurve, weil du da auch auftrittst. Und du bist aus Neustadt, hast du mir auch vorhin verraten, oder? Ja, ich bin tatsächlich gebürtige Neustadterin. Wow, ja. Hatte ich schon lange nicht mehr. Cool, weil ich bin es nicht tatsächlich. Also ich bin in Weinheim geboren, habe dann in Birkenau gewohnt, im Odenwald und bin dann erst zu meinem 5. Lebensjahr nach Neustadt gezogen. Aber auch schon sehr lange da. Aber ist auch schon ziemlich lange, das stimmt. Ja, du hast mir geschrieben, dass du mit 4 Jahren den Wunsch hattest, zu Weihnachten ein Schießgewehr und eine Geige zu bekommen. Ja. Ich finde, das musst du mal erklären. Ja, das erklärt mich eigentlich ziemlich gut, denke ich so mit mittlerweile 40 Jahren, dass das sehr viel über mich aussagt. Diese zwei Seiten, die ja doch sehr gegensätzlich sind. Als 4-jähriges Kind, aufgewachsen in einer Familie, wo die Musik allgegenwärtig war, war einfach dieser Wunsch sehr stark, Geige spielen zu wollen. Deshalb war dieser Wunsch auf der Liste. Aber ich war auch immer mit Jungs unterwegs draußen am Spielen und wollte deshalb unbedingt so ein Schießgewehr haben. Und es war dann auch, es gab wirklich beides dann auch unterm Tannenbaum. Das Schießgewehr war so eins mit dem Korken vorne drin, mit der Schnur, wie das halt damals war. Ja. 86 war das, genau. Und die Geige da ausgeliehen zwar, aber da gibt's Bilder von mir am Tannenbaum, wie meine älteste Schwester mir da zeigt, ja, wie das funktioniert mit der Geige. Also Musikerfamilie, auch deine Geschwister sind Musiker, oder? Also wir haben alle Instrumente gelernt und zum Teil auch studiert, genau. Ja. Wir sind zwar beruflich alle dann in der Lehrerzunft gelandet, vorrangig, wobei wir alle nebenher auch noch unsere Schwerpunkte haben in der Musik mit, eben ich jetzt mit dem Komponieren und den eigenen Sachen oder mit Chorleitung oder anderen Dingen. Ach, das ist ja cool, wenn so alle Musik machen. Ich stelle mir das irgendwie total schön vor. Also, dass das so allgegenwärtig ist in der Familie. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Riesenprägung. Also gerade auch die klassische Musik hat bei uns einen hohen Stellenwert. Meine Eltern hatten sich auch in einem Chor kennengelernt. Mein Vater hatte auch in der Gechinger Kantorei gesungen unter Rilling. Einfach ein sehr bekannter Chor mit vielen Aufnahmen. Aber es gab auch Konflikte dadurch. Also es war auch immer so die Idee, wenn jemand da ist, spielt doch was vor und so. Ne? So ein bisschen dieses, ja, zeig doch mal, was du kannst. Genau. Ja. Aber ich glaube, dass jede von uns, ich spreche jetzt für meine Schwestern mal mit an der Stelle, also wirklich froh ist um diese Prägung. Also weil das so einfach immer verfügbar war, Musik. Es standen immer Instrumente da. Es war immer jemand da, der einem was zeigen konnte. Oder man hat was zusammen ausprobiert, zusammen gemacht. Ja. Wann hast du dann das Cello für dich entdeckt? Ja, also das habe eigentlich gar nicht, so im Nachhinein habe ich erfahren, nicht ich entdeckt, sondern meine Mutter hat das so ein bisschen eingefädelt, dass ich das entdecke, weil sie, glaube ich, gern wollte. Es gab noch niemanden, der Cello spielte. Und sie dachte sich dann, nicht schon nochmal jemand, der Geige lernt, das ist am Anfang so quietschig und so hoch und so. Und sie hat dann meinen Cousin, der tatsächlich auch Solo-Cellist ist, damals auf mich angesetzt und der hat dann mir
so tolle Sachen am Cello gezeigt, dass es sich dann so anfühlte, als wäre es mein eigener Wunsch, als ich dann sagte, ich will jetzt doch lieber Cello lernen. Aber du bist ja auch dabei geblieben, also scheint ja nicht ganz falsch gewesen zu sein. Nee, also es ist auf jeden Fall auch eine Begabung da dafür, also für Streichinstrumente. Mittlerweile spiele ich auch noch Geige. Ich habe jetzt vor einem Jahr angefangen, noch Geige zu lernen und es ist mir schon sehr nah. Ja, es ist halt auch ein tolles Instrument. Ja. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Du hast ja dann auch eine klassische Ausbildung gehabt, oder was? Wie sah deine Ausbildung aus? Genau, also ich bin dann also im Alter von 6 zu meiner Cello-Lehrerin gekommen, über die Musikschule ganz klassisch. Und das war eben auch wirklich so ganz traditionell klassische Literatur erarbeiten, also was ich auch sehr schätze. Aber ich hatte dann schon in der Jugendzeit auch so ein bisschen mich umgeschaut, auch mal im Popularbereich hier und da mitgewirkt, auch schon bei CD-Aufnahmen eingespielt, Cello-Passagen oder auch mal in einer Punkband ein bisschen ausprobiert. Also ich war schon immer so ein bisschen Cello in einer Punkband? Ja, geil. Genau. Okay. Ja. Cool. Ja, doch, da gab es schon diverse so Crossover-Ideen bei mir. Ja. Und hattest du dann auch direkt schon den Wunsch, du willst das auch beruflich machen? Oder gab es da eine Alternative? Also es ist wie gesagt so, ich habe zwar Musik studiert, aber mit also auf Lehramt. Ich hatte es kurz in Erwägung gezogen, ob ich Cello-Lehrerin werden will. Also so wirklich den Schritt zu sagen, ich werde Musikerin, den gab es bei mir eigentlich nie. Es schwebte mir eher sowas vor wie Musiktherapie. Also ich habe jetzt auch mittlerweile noch eine Ausbildung gemacht zur Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Und habe jetzt auch mit meinem neuen Instrument, über das wir ja, glaube ich, auch noch sprechen heute, experimentiere ich da so ein bisschen rum, wie Musik einfach auch heilen kann. Das ist gerade eher so das, womit ich mich befasse, womit ich mich beschäftige. Aber du bist auch Musiklehrerin, oder? Ja, genau. Also ganz klassisch an einer Schule. Genau. Wie merkst du, dass sich da Dinge irgendwie auch verbinden, also wenn du in der Schule unterrichtest oder wenn du dann wieder zu Hause Cello spielst oder wenn du dann einen Auftritt hast, hängt das irgendwie alles zusammen oder sind das wirklich unterschiedliche Marens sozusagen? Also ich würde so sagen, dass es unterschiedliche Marens sind, wobei ich jetzt das Cello tatsächlich doch, also glaube ich, vergleichsweise viel in den Schulalltag mit reinbringe und mit den Kindern auch so Fantasiereisen mache, die ich dann musikalisch begleite. Ach, schön. Da nehme ich dann die Musikerin Maren noch zur Lehrerin dazu, ne? Ja. Also dass die einfach auch davon profitieren können, dass ich das kann, dieses Instrument zu spielen und dass ich das dabei habe, dass sie auch mal das ausprobieren dürfen selbst. Also da gibt es dann schon in die Richtung Überschneidungen. Aber ich glaube schon, dass ich so ganz verschiedene Rollen so habe in meinem Leben oder viele verschiedene Interessen und Aufgaben. Ja, so wie ich ja jetzt gerade auch dich schon wahrgenommen habe mit unserem Vorspiel hier sozusagen, ist ja für dich dieses Fühlen von Musik auch ganz wichtig. Gar nicht so viel kognitiv drüber reden, ne? Sondern diesen Austausch von Gefühlen eher. Und ich glaube, der ist ja in der Schule jetzt nicht ganz so gefragt, oder? Also ich bin ja in der Grundschule tätig und da muss ich sagen, da gebe ich dem viel Raum. Ich hab da viele Stunden in meiner eigenen Klasse und da ist mir auch diese ganze Lernen über Gefühle, wie gehe ich mit Gefühlen um und was bedeuten die für mich, darüber sprechen lernen, die in Worte fassen lernen, das ist mir da schon auch sehr wichtig. Also das nimmt immer viel Raum ein. Ja. Nee, weil ich jetzt nur gerade dachte, in der Schule ist ja auch wieder dieser Leistungsdruck, du musst es ja auch benoten, was die da machen und so weiter und da kommst du ja dann leider wieder weg von dem, was du eigentlich aussagen möchtest, nämlich kein Leistungsdruck, kein Vergleichen, sondern einfach nur sein. So. Mhm. Ja, ist auch ein großer Konflikt in dem Beruf. Ja. Also ich habe da auch also regelmäßige Krisen, gerade in den Zeugnisphasen und so. Und weil das eigentlich dem dann doch sehr widerstrebt, wonach ich innerlich so suche. Wonach ich mich auch innerlich sehne. So auch Da bist Miteinander. Du aber auch echt nicht die Erste hier im Podcast. Also ich hatte schon ein paar Musiklehrer, es waren tatsächlich Männer, deswegen muss ich nicht gendern. und die hatten auch genau dasselbe gesagt. Also eigentlich, dass das ein Widerspruch ist, Musik zu machen und dann aber in diesen Leistungsdruck reinzukommen in der Schule und in die Benotung und vorspielen müssen und sowas. Und das alles sich widerspricht eigentlich, Aber es ist halt auch die Frage, was macht man da, ne? Also man will ja dann auch irgendwie die es wirklich wollen, ja auch fördern, ne? Und da ist ja dann wieder so ein Schulsystem vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe da jetzt auch keine Lösung für, so. Ja.
Ach, ich denke, wenn man es schafft, diesen anderen Raum, wo es eben keine Bewertung gibt, auch zu öffnen, parallel, dann kann man das ja auch den Kindern und Schülern so beibringen und sagen, so, das ist jetzt hier unsere Zeit, wo wir zum Beispiel einfach improvisieren und ausprobieren. Und da schreibe ich danach nicht auf, wie du mitgemacht hast oder ob das jetzt toll klang, was du gemacht hast oder nicht. Also sowas aber hat also auch schon Raum. Das hat Raum. Also ich kann den einräumen, genau. Ja. Und dann gibt's aber die Phasen, wo man dann, also wir haben jetzt Klasseninstrument Flöte, ganz klassisch, wo man dann irgendwie sagt, wir haben jetzt die Töne gelernt, dann und dann gibt's ein Vorspiel und dann benote ich das, übe das zu Hause, ne? Und dass sie dann einfach auch so ein Bewusstsein darüber entwickeln können, okay, es gibt diese Momente, wo die Leistung abgefragt wird, aber es gibt eben auch die anderen, wo wir experimentieren können, wo es einfach ein spielerischer Raum ist. Mhm. Ja. Wie setzt sich so dein beruflicher Alltag zusammen? Ist es vor allem Schule oder ist es vor allem Auftreten, vor allem Üben? Oder ist es alles irgendwie in einen Tag gestopft? Ja, also im Moment ist tatsächlich auch Corona-bedingt immer noch vorrangig Schule das Tätigkeitsfeld. Jetzt gab es auch musikalisch eine Veränderung. Ich hatte ja ein Duo mit dem Jeremiah Wood von Barnickel & Wood. Der war hier schon zu Gast, Folge 101. So, genau. Und das existiert aber jetzt so im Moment nicht mehr. Und jetzt muss ich auch erstmal schauen, wo will ich denn für mich hin? Also es gibt schon so ein paar Ideen jetzt für den Winter, wo ich also alleine eben so einen Kontrapunkt eigentlich setzen möchte zu diesem Gefühl, dass man in der Weihnachtszeit immer so gehetzt ist, was ich ja eigentlich so gar nicht passend finde für den Winter, wo man ja doch in der Tendenz müder ist und eigentlich so ein bisschen sich nach Ruhe sehnt. Also da möchte ich auf jeden Fall ein Konzertformat, bin ich dabei zu entwickeln. Und es gibt auch hier und da Kooperationen mit anderen Musikern, wo ich Lieder, die ich komponiert habe, arrangiere und auch aufnehme. Aber das ist alles gerade noch so ein bisschen, würde ich mal sagen, am Sieden. Es kocht noch nicht, ist noch nicht klar, wo wird's hingegossen, was kommt da am Ende bei raus. Aber, also spannend, aber ja. Ja. Wie war dann die konzertfreie Zeit für dich während Corona? Ja, also in Corona war ich gar nicht so sehr mit Corona beschäftigt, sondern ich bin direkt mit dem ersten Lockdown, also schwer erkrankt gewesen und war dann erstmal wochenlang in der Klinik gewesen und von daher war also weder Corona noch das mit den Konzerten dann so wirklich Thema. Da ging es dann erstmal nur darum, wieder auf die Beine zu kommen und es war also so, also ich habe MS und zum Glück in einem milden Verlauf, aber als ich diesen Schub hatte, war wirklich kurz unklar, ob ich danach noch Cello spielen kann, weil die Hände konnte ich nicht mehr richtig bewegen und die Ärzte meinten schon, ich soll mal lieber vorsichtig sein mit der Idee, dass danach wieder alles so ist wie vorher und also von daher war ich dann sehr froh, als es wieder ging, aber es hat wirklich, also sicher 8 Monate gedauert, bis ich dann wieder ans Cello bin. Krass. Und das war eigentlich das, also das war das, was bei mir jetzt da in der Zeit so relevant war, wo ich so dachte, okay, wenn das nicht ist, also nur man, also es war einfach schlicht nicht vorstellbar. Und die ersten Versuche am Instrument, als ich dann zu früh dran bin, waren auch wirklich, wirklich, wirklich keine guten Erfahrungen, weil die Finger dann noch nicht wieder in ihrer Mobilität waren. Und das ging dann fast auch noch mal ein ganzes Jahr, wo ich öfters mal so Konditionsschwierigkeiten in der Motorik einfach hatte, wo ich mich wie verknotet habe. Und aber jetzt gibt es das nicht mehr. Also jetzt ist einfach so, ich setze mich ran und es ist, wie ich es kenne, Gott sei Dank. Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass es bleibt so. Ich finde das so eine krasse Vorstellung, wenn man das, was man... Also man ist ja nicht einfach nur, oder Kunst ist ja kein Beruf einfach nur, sondern oder ein Job, sondern das ist ja eigentlich auch immer Teil von einem selbst so. Und wenn man dann irgendwie durch äußere Umstände gesagt bekommt, das geht jetzt nicht mehr, da verliert man ja wirklich einen Teil von sich selbst, also so vom Gefühl her, ne? Ja, ich hätte mich dann wahrscheinlich neu erfunden. Ich bin ein sehr extrem kreativer Mensch, aber ich glaube, sowas loszulassen, was einen so lange begleitet, das wäre schon sehr schwer gewesen. Ja. Das wäre schon sehr schwer gewesen, ja. Ist ja gut, dass jetzt, ich glaube, auf Holz so, dass das jetzt besser ist, ja. Ja, 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 genau. Du hattest gerade noch erwähnt, ein Konzertformat, an dem du gerade arbeiten willst. Was sind sonst gerade aktuelle Projekte oder Auftritte oder irgendwie mit Cello? Mhm. Also es gibt ja dieses Campanula-Cello. Das ist also ein Cello, das Resonanzsaiten am Korpus gespannt hat. Dieses Instrument habe ich ja zusammen mit dem Geigenbauer selbst gebaut. Ja, und also, da musst du mal erklären, wie baut man denn sowas? Ja, man braucht viel Geduld beim Hobeln, kann ich nur schon mal sagen. Okay. Das hat mich echt tierisch genervt. Ich bin überhaupt kein Mensch, der so Wiederholung von immer gleichen Dingen liebt. Gibt ja Menschen, die verlieren sich da drin meditativ. Ich werde da recht schnell aggressiv und denke, ich brauche jetzt eine andere Beschäftigung.
Publikum. Also es war also auch mitunter ein Kampf, aber natürlich auch eine geniale Erfahrung. Also das ist der Helmut Bleffert, der ist in der Eifel. Und der ist jetzt 70 und ist Instrumentenbauer, seit er 20 ist. Und zwar alles selbst angeeignet. Also der hat es nie irgendwo gelernt, sondern alles immer ausprobiert. Und der hatte so diese Vision, es gibt die Sarangi, das ist ein indisches Streichinstrument. Und die hat Resonanzsaiten, die Sarangi. Und dann dachte er, das müsste doch bei einer Geige, bei einem Cello auch funktionieren. Also Resonanzsaiten heißt, die werden nicht gezupft, die sind einfach dabei und schwingen mit. Schwingen mit, wenn man streicht. Also man kann die auch zupfen. Das ist also auch möglich, das noch als Klangfacette zu nutzen. Die sind auch gestimmt tatsächlich, nicht irgendwie nur gespannt. Also auf der Campanula Cello ist das in G-Dur gestimmt. Aber eben hauptsächlich ist die Idee da, dass wenn ich streiche auf den vier Hauptseiten, dass diese anderen Seiten, die auf dem Körper entlang gespannt sind, mitschwingen und dadurch einfach das Volumen und auch die Dauer des Klanges sich vergrößert. Ja. Und genau, der bietet dort so Baukurse tatsächlich an. Also man kann sich mit ihm in Verbindung setzen, das macht er auch immer noch, und kann eben sagen, ich möchte eine Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass sogar auch bauen. Und dann macht man das gemeinsam mit ihm. Und dann sind gewisse Teile sind vorgefertigt, zum Beispiel der Hals, der ist schon da muss man dann nur noch den noch so zurechtschleifen, also so Feinheiten dran machen. Und oder auch die Form von der Decke und dem Boden, die sind quasi schon wie vorgestanzt, die muss man dann aber noch aussägen und dann die Kanten abschleifen. Also man muss sehr, sehr viele Handgriffe noch selbst machen, aber genau, einiges ist auch schon dann vorbereitet. Wie lange dauert das? 2 Wochen bist du wirklich so von 8 bis 16 Uhr jeden Tag dran. Wow, sehr intensiv. Ja, ist intensiv, aber also ich würde es nicht missen wollen. Das war, als ich dann das Instrument das erste Mal gespielt habe, hatte ich wirklich das Gefühl, als hätte ich einen Teil, den ich verloren hatte, von mir wiedergefunden. Das war ein ganz berührender Moment. Ich hatte so das Gefühl, jetzt bin ich ganz. Also es war so, also ziemlich magisch auch, um das Wort mal zu bemühen. Aber es hatte irgendwie sowas, ja. Vielleicht könnten wir auch noch erwähnen, dass dein Instrument blau ist. Ja, genau. Weil das sehen wir hier ja nicht. Oder die nur zuhören, sehen das ja nicht. Also das sieht aus wie ein Cello, hat aber obendran noch einen Aufsatz. Wie hast du den genannt? Eine Haube. Eine Haube. Eine Klanghaube auch. Eine Klanghaube, genau. Seiten, ja. Und mit diesen mehreren Seiten noch dran. Aber es ist eben ja blau lasiert. Mhm. Ja. Weil du es wolltest, ne? Weil du es schön fandst. Ja, ja. Also es war ja, also ich wollte, ich fand es sehr schön. Und ich dachte, ich habe ja das klassische Cello ja zusätzlich zu Hause, das ist ja braun, und dann wollte ich das einfach ein bisschen besonders gestalten. Aber es hat mich auch herausgefordert dann, weil ich bin natürlich sehr sichtbar mit dem Instrument. Also wenn ich das dann auch in unserem Duo gespielt hatte, es ist halt schon auch so ein visueller Magnet. Mhm. Und das Cello war eh schon immer ein Magnet, auch klanglich in der Band. Ne? Also das ist immer so, oh, das Cello. Und aber ich muss sagen, ich wachse auch daran. Also also es ist auch so ein, es ist wie ein Dialog, ne? Also mich damit zu zeigen, damit zu sein, damit in Verbindung gebracht zu werden. Es hilft mir auch so ein bisschen, die Seiten von mir, die vielleicht noch so ein bisschen in Unsicherheit sind, ob das, was ich da mache, überhaupt sich so, ne? Ob man damit überhaupt so in die Öffentlichkeit gehen kann. Ich meine, so Momente gibt es ja immer mal, weil mir fällt ja die Musik relativ leicht. Und ich denke dann immer, ach, ist ja nicht so besonders. Ne? Also das verstehe ich jetzt erst langsam. Ah, das kann ich voll verstehen. Also ich denke mal, alles, was mir leicht fällt, ist ja nicht erwähnenswert. Es ist ja keine Leistung. Ja, genau, das ist dann dieses Leistungsorientierte. Ja. Oder wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Genau. Das ist auch so was ganz Komisches irgendwie. So, es darf nicht Freude machen, sonst ist es keine Arbeit. Ja, es ist eine total komische Programmierung. Ne? Ja. Eigentlich, ja. Also ganz, ganz falsch auch eigentlich, ja. Genau. Und der Helmut, der hat quasi, also mit dem mache ich auch Musik, mit diesem Geigenbauer. Wir haben ein Ensemble, was eigentlich so im inneren Kern aus 3 Leuten besteht, eben aus Helmut Bleffert, der Isabel Eichenlaub, die ja auch immer begnadete Cellistin hier aus der Region ist. Die muss ich auch noch hier rein. Sehr gerne. und ich, wir sind zu dritt so der Kern, und dann kommen dann manchmal noch andere Musiker dazu. Mhm. Und wir hatten jetzt zum Beispiel in Schifferstadt im Club Ebene 1 einen Auftritt. Wir werden jetzt im November in Freiburg auftreten. Wie nennt ihr euch? Wir heißen einfach Campanula Ensemble. Ja. Weil wir eben so in einer wechselnden Besetzung sind, haben wir jetzt uns da keinen anderen Namen kreiert. Mhm. Genau. Und wir probieren auch immer wieder Neues aus. Also wir werden jetzt auch im November dann eben dieses Format von mir mal ausprobieren. Das habe ich jetzt Herzzeit genannt. Und dort werden wir das dann sogar mit einem anschließenden Austausch noch machen. Also das ist quasi ein Konzert, wo man
ja, ein bisschen anders zuhört als sonst. Da wird es eine kleine Anleitung zum Zuhören geben sozusagen. Und im Anschluss danach wird daran wird es auch noch so einen Austausch geben, so von Herz zu Herz. Also nicht so im Sinne, wie hat es euch gefallen oder so, oder habe ich da den Ton getroffen oder keine Ahnung, oder war es jetzt ansprechend oder nicht, sondern eher so, was hast du denn erlebt beim Zuhören? Ne? Was hast du denn für Bilder bekommen? Also so, ich möchte, also im Prinzip geht es mir immer um das Thema Verbundenheit, also beim Musizieren, sowohl mit den anderen Musikern, als auch mit den Zuschauern, da so einen Raum zu öffnen, wo man sich nah sein kann. Was spürst du, wenn du Cello spielst und wenn du Cello für jemanden spielst? Also wenn ich alleine für mich spiele, gibt es so zwei unterschiedliche Marens auch irgendwie. Also da gibt es durchaus die, die sich dann auch mal so technisch gerne an was abarbeitet und versucht so ein bisschen ja, Fingerfertigkeit zu trainieren und dann auch so einen Ehrgeiz hat zu sagen, die bestimmte Etüde möchte ich jetzt aber auch mal hinbekommen, auch wenn die echt knifflig ist. Und dann gibt es eben die, die auch sich einfach mit dem Instrument einfach hinsetzt, manchmal sogar einfach auch im Garten, also gar nicht mehr im Haus, sondern irgendwo draußen. Und ich bin dann aber tatsächlich immer auf der Suche nach Kommunikation mit der Musik. Also wenn ich im Garten spiele, dann gehe ich immer in Interaktion mit den Vögeln zum Beispiel. Da gibt es schon dann gar nicht mehr so dieses für mich alleine. Also ich merke, dass ich eigentlich schon ein Gegenüber irgendwie brauche. Also wenn ich in dieses freie Musizieren gehe, dann bin ich wie offener und wacher, wenn noch Zuhörer da sind. Und dann entstehen auch immer so ganz, ganz besondere Musiken. Also, und kommst du dann auch weg von der Leistung von dem Performen sozusagen, dass du jetzt den Zuschauern was geben musst? Ja, also da habe ich mich aber über Jahre rausgearbeitet, weil also im Klassikbetrieb herrscht ja schon eine große Konkurrenz untereinander. Und also so habe ich es erlebt und so bestätigen das die meisten, die ich kenne auch, wo es dann immer viel drum geht, eben wer macht die bessere Note oder wie kriegt man jetzt den Stück, wie klingt das Stück bei ihm und bei mir. Aber ich bin ja jetzt auf einer Ebene angelangt, wo ich ja jedes Mal Musik neu schöpfe. Also das heißt, ich kreiere ja einen Rahmen, wo es schon gar nicht mehr vergleichbar ist. Also spiele ja nichts, wo jemand sagen kann, das hätte jetzt aber jemand anders besser gespielt. Ja. Und es interessiert mich auch nicht mehr. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, es gibt genug Cellisten, die sind besser als ich, ja. Aber es interessiert mich auch gar nicht mehr, was mich interessiert, ist so dieses, wie fühle ich mich eben dabei? Und kann ich eigentlich, wie du es ja auch vorhin beschrieben hast, kann ich weit werden, wenn ich Musik mache? Also ich versuche eigentlich, dass ich leer werde, dass mein Kopf sich leert, dass mein Herz weit wird und danach suche ich beim Musizieren. Also ich bin auch nicht mehr kompositorisch dran, dass ich denke, wie komponiere ich das raffiniert, damit es geschickt klingt oder so, ja, damit es abwechslungsreich ist, ja, sondern es ist eher so dieses, ich spiele und wenn ich dann was höre bei mir selbst, wo ich finde, das berührt mich gerade, dann gehe ich dem Klang hinterher und höre dann wie voraus und was folgt dem. Also so entsteht die Musik im Moment, dass ich quasi Ihnen voraushöre, wo geht's jetzt von hier aus weiter? Boah, du kannst es toll in Worte fassen. Danke. Also, weil ich finde das oft gar nicht so leicht, das zu beschreiben, ne, was da so passiert in einem und mit den Zuschauern oder Zuhörern und der toll. Ja. Ich hatte vorhin noch was zu diesem Campanula-Dings. Genau. Ich habe mich erinnert, als du vorhin beschrieben hast, wie ihr auf der Bühne seid, dass ich euch mal gesehen habe im Theater in der Kurve zusammen mit der Hedda Brockmeier. Ja, genau. Da hattet ihr die kleine Meerjungfrau vertont, kann man das vielleicht so sagen? Also sie hat den Text gesprochen und ihr habt Geräusche gemacht tatsächlich auch mit euren Instrumenten, aber eben auch Klänge, Musik und so Welten gebaut. Habe ich als unglaublich tollen Abend in Erinnerung. Das ist aber schon eine ganze Weile her. War aber ein total spannendes Projekt, weil eben die Idee war, genau nicht, dass wir das Märchen vertonen, sondern dass die Musik gleichwertig ist mit dem Text. Und das war ein krasser Prozess mit der Hedda zusammen, die ja den Text hatte als Sprecherin und die quasi den Ursprungstext, der nicht jetzt der Originaltext von Andersen war. Wir hatten da einen anderen, sehr, sehr bildhaften Text, ganz tollen und Text. Und auch, glaube ich, mit einem schöneren Ende, meine ich. Genau. Weil das Original hat so ein brutales Ende. Genau. Nee, da ging es dann eher um diese, um eine positive Verwandlung. Ja, genau. Genau. Ja. Und sie hatte den Text für die erste Probe massiv gekürzt.
Mhm. Und wir haben immer noch gesagt, es ist uns noch zu viel. Und in jeder Probe haben wir immer wieder gesagt, es ist noch zu viel, es ist noch zu viel. Wir wollen ein Gleichgewicht schaffen zwischen, mhm. weil dieses Konzept, es gibt Märchen, man vertont es, das ist ja recht bekannt, gibt es ja. auch immer wieder, oder es gibt irgendwelche Gedichtvorlesungen und die Musik ist so dabei. Aber wir wollten halt, dass die Musik also genauso viel zu sagen hat wie der mhm. Text. Und das war also war wirklich ein schwerer Weg auch für Hedda als Sprecherin, die dann irgendwann da saß mit Tränen in den Augen winkend, dass sie sich noch mehr streichen. Aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, wie du sagst. Wir haben mit der Musik auch Welten erbaut. Also wir haben eben nicht dann nicht nur klangmalerisch ergänzt, sondern manchmal startete ein Kapitel ja auch von der Musik aus. So, dass erst die Bilder auftauchten, die die Musik kreierte, und dann hat der Text ergänzt. Ja. Weil sonst ist es ja oft umgekehrt. Dann ist der Text da und die Musik malt das irgendwie dann aus. Ja. Aber wir haben es dann auch oft gedreht, dass die Musik quasi den Rahmen setzt und der Text dann zum Teil ja auch nur noch wirklich zitathaft dann einfließt. Ja, ja. Ja. Ja, und jetzt auch Instrumente sahen halt auch so toll aus. Und dann hatte Heinz noch wunderschön das Licht dazu irgendwie gemacht. Und das war so ein richtig magischer Abend so, ja. Ja, sehr schön. Ja. Lass uns mal noch über deine Liedermacherei sprechen, wenn es okay ist. Da gibt es ja auch eine etwas tragische Geschichte hinten dran. Du darfst so viel erzählen, wie du magst davon. Also es gab ja einen Wendepunkt sozusagen, ne, wo du dann auch angefangen hast, wirklich zu schreiben. Zu kreieren, ja. Ja. Ja, also es war, wie gesagt, schon so, dass ich so die meiste Zeit ja, ja reproduktiv war mit der Musik, dass ich eben Klassik gespielt habe, auch in Orchestern und Ensembles mitgewirkt habe. Ja, dann die paar Experimente in den Bands, da habe ich aber eher so Basstöne gespielt, keine große Rolle gehabt. Und dann war es so, dass, also ich habe ja 4 Schwestern und eine ist verunglückt im Jahr 2006, also tödlich verunglückt. Und das war ein totaler Einschnitt insofern, als dass ich da erstmal gar nichts mehr mit Musik zu tun haben konnte. Also vielleicht nicht unbedingt wollte, aber es ging einfach nicht. Also ich war wie in einem Schock. Mhm. Also wirklich unter Schock, dass ich, also ich konnte nichts hören, das ging mir sofort zu tief. Das hat mich zu sehr, ich konnte einfach nichts ertragen, was mich berührt. So wirklich. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie dann der Impuls kam, aber ich weiß noch genau, wo in Freiburg, in meiner damaligen Wohnung, ich dann mein erstes Lied komponiert habe. Und da geht es quasi um den Verlust meiner Schwester. Und der Text, der war quasi, ich habe mich dran gesetzt, ich habe dieses Lied gespielt und es war einfach da. Das war, ist kein Lied, wo ich dann wochenlang immer wieder mal am Text gebastelt habe oder an der Melodie, sondern ich bin dran, hatte so ein Anfangmotiv, habe dann gesungen und im Singen kam schon der Text und es war so ein ganz versöhnlicher Text, also wo ich im Prinzip erzähle, dass ich jetzt alleine da sitze und mich frage, wo sie ist und am Schluss so diese Wendung, dass sie eigentlich überall ist, vor mir, neben, hinter mir, über mir, unter mir. Mhm. Also es ist, das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich. Ja. Also ich erlebe es oft so, dass wenn ich dann ein Lied schreibe, dass oft der Text gleich da ist, weil ich den Eindruck habe, der Moment, wenn ich ein Lied schreibe, ist auch meistens einer, wo ich irgendwo in der Qual stecke, muss ich ganz klar sagen. Ich bin jetzt keiner, der so Musik schreibt über Juhu und ich fahre an den Strand und trinke einen Cocktail. auch schön, also mache ich auch ab und zu Kein gerne. Sommerhit zu erwarten. Ja, aber ich will keinen Sommerhit zu erwarten. Definitiv nicht. Für den Herbst und Winter ist dann wieder was dabei. Okay. Ja, aber das war also, ja, und das war dann auch so der Anfang, dass ich mich wieder auf Musik so einlassen konnte. Mhm. Der Weg ging dann tatsächlich erstmal über die Band von Jeremiah Wood dann. Und aber nebenher entstanden dann immer wieder auch eigene Sachen. Ich habe mich dann auch viele ausprobiert mit dem Loopgerät und dem Cello. Ja. Und genau, eben auch mit Gesang immer. Und ist schon immer wieder Thema, dass ich dann neue Melodien habe. Aber ich bin ein bisschen undiszipliniert, so ich. Na, sowas. Ich weiß nicht, wie viele so Lieder so halbfertig da auf meinem Loopgerät rumschwirren, ne? Aber so diese Idee, das dann mal wirklich auf den Punkt zu bringen und mal aufzunehmen. Aber ja, jetzt fange ich ja mal Stück für Stück an. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja jetzt einige Pläne, also. Genau, ja. Aber so, ja. Also war das dann auch, dass dieses Lied, was du da komponiert hast, hat das dann so den Anstoß gegeben, wieder in die Musik zu finden? Also ja. Das war dann alles wieder da, so. Es ging dann wieder auch, das zuzulassen. Ja. Also, das war dann wiederum der Wendepunkt zurück, dass ich auch wieder in ein klassisches Konzert gehen konnte, wieder ins Orchester gehen konnte. Ich war damals dann auch erstmal aus allen Orchestern raus, weil ich das irgendwie, das
Ich war einfach wirklich so getrennt von allem, was um mich rum ist. Mhm. Und es war dann so komisch, so getrennt da im Orchester zu sitzen und Sachen zu spielen, die ich liebe, aber irgendwie nichts spüren zu können. Oder, ja, auch nicht oder wo wir gerade über den Austausch so viel gesprochen haben, ne? Und wenn man das Gefühl hat, da ist aber so eine Wand, ja, genau, dann funktioniert da ja nichts. Ja. Genau. Ja. Wenn du Lieder schreibst, was inspiriert dich? Du hast jetzt gerade gemeint, die große Qual. Also sind es Dinge aus deinem Leben, die dir passieren und die verarbeitest du dann? Ja, überwiegend ja, mhm, würde ich sagen. Und also interessanterweise ist es manchmal so, dass ich einige Texte dann Jahre später nochmal ganz anders verstehe. Also mhm, so, als hätten die mir dann zu einer Zeit, wo ich gewisse Dinge noch nicht so sehen konnte, mir schon wie einen Hinweis gegeben auf eine Betrachtungsweise, die ich vielleicht auch einnehmen könnte. Ja. Und dann Jahre später entdecke ich in dem Lied etwas, wo ich denke, ah, guck mal, ja, jetzt verstehe ich, was ich da gesungen habe. So. Mhm. Also manchmal ist es auch so ein bisschen fast schon so pro, also so in die Zukunft immer geblickt. Aber der Anlass, um zu komponieren, ist meistens also entweder ein konkreter Anlass, wie jetzt der Tod meiner Schwester, da war es jetzt sehr plakativ oder sehr deutlich zu sehen so. Aber manchmal ist es auch einfach nur ein undefinierbares Gefühl in mir, wo ich gar nicht so genau weiß, wo kommt es her. Mm. Und wo ich dann auch Erleichterung finde, wenn ich dann Musik mache. Ja. Also das ist schon so, dass ich, glaube ich, eher so jemand bin, der die Musik dann doch auch ein bisschen als therapeutisches Mittel hier und da für sich nutzt. Dass dieses Thema Ausdruck verleihen dann dem, was da ist. Ja. Mädchen mit Punkt läuft hin, läuft her. Fragt, ist da irgendwer? Mädchen mit Punkt fühlt sich allein und ist doch so klein. Sag ihr, wie findet sie dich? Sag ihr, wie, sag ihr, wie. Sag ihr, wie findet sie dich? Sag ihr, wie, sag ihr, wie. Ja, ein schöner Ansatz, also gerade in der heutigen Welt, wenn man das so sagen kann, ne? Wo es ja so viel darum geht, zu performen, zu leisten und sich zu vergleichen und gerade im Internet mit diesen ganzen Zahlen, wo man sich immer vergleicht und wer hat mehr Erfolg, wer ist schöner, wer ist reicher, wer ist besser, einfach mal wieder zurückzufinden zu sich selbst, ne? Und zu dem, was Musik und Kunst wirklich ist und kann und soll und so. Ja, also für mich ist, glaube ich, schon so, ich finde auch immer, dass man als Künstler da so ein bisschen eine Verantwortung hat. Korrigiere mich, wenn es anders liest oder lass es zu besprechen. Ja. Aber ja. Ich möchte eigentlich berühren. Ich möchte nicht verstören. Ja? Also ich möchte irgendwie, ja klar, man kann auch mit einer, also wenn man jemanden verstört, auch berühren. Aber es muss noch nachvollziehbar sein für mich. Also ich kann da manchmal auch mit so viel zu abstrakten Dingen, die mich dann nur erschrecken, nichts mehr anfangen, ja, oder damit zu platten Sachen, also was man so im Radio landläufig hört auf den Charts, da denke ich dann immer, das ist irgendwie zum Teil für mich seelenlos. Da wird mittlerweile so viel am Gesang gearbeitet, technisch mit Effekten und so. Ich mag so dieses, also es gibt ja auch vieles anderes wirklich Gutes, ja, wenn ich jetzt an Sophie Hunger denke oder andere, Liedermacherinnen, gibt ja ganz viel Schönes auch. Und ich glaube, es gibt diese Gegenbewegung auch schon. Zu dem höher, schneller, weiter. Also zumindest in meiner Umgebung erlebe ich es viel, weil man das auch für sich selbst nicht mehr will. Also, ja, ich finde, da hat auch tatsächlich die Corona-Zeit viel gemacht, weil wir uns ja gezwungenermaßen viel mit uns selbst beschäftigt haben. So, jeder hat sich ja irgendwie mit sich selber beschäftigt in dieser ruhigen Zeit. Und ich glaube, viele haben jetzt auch, gerade sind sie sehr satt, was so Internet angeht, ne? Mhm. Und wollen eigentlich wieder erleben. Ich merke es ja jetzt bei so Straßenfesten oder Kerwe, wie man bei uns in der Pfalz sagt, dass dann die Leute wieder auf die Straße strömen und was erleben wollen, miteinander sein wollen, das Handy einfach mal wegpacken und so. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir davon wieder ein bisschen wegkommen, weil es natürlich auch richtig krass wurde, als wir nichts anderes mehr hatten und der direkte Kontakt nicht mehr möglich war. Ja. Und dann stürzte man sich halt in diese andere Welt. Diese digitalen Welten. Ja, genau. Ja.
Aber finde ich auch immer eine schwierige Balance, weil auf der anderen Seite finde ich halt die digitale Welt auch sehr spannend. Ich finde es toll, was da wiederum für einen Austausch möglich ist und für Kontakte entstehen können, dass es überhaupt da ist. Finde ich eigentlich auch immer total toll. Deswegen, ja, so schwarz-weiß malen Nee, kann man nicht. ist wahrscheinlich wie immer so eine Frage des Maßes dann, ne? Also, Ja. dass Ja. man dann einfach so ein bisschen aufpasst, wie lange hänge ich jetzt denn da schon wieder am Bildschirm. Ja, genau. So. Genau. Ja, 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 ja. ja. Du hast mir noch geschrieben, dass du auch eine Schublade hast, in der diverse Ja. Poetry-Texte liegen und Märchen, die du irgendwie Ja. schreibst. Aber das ist auch alles noch in der Schublade oder ist das was, wo du jetzt auch denkst, ach, das müsste mal raus? Ja, ich denke schon länger, es müsste mal raus. Nur da bin ich jetzt noch nicht so wirklich weitergekommen, in welcher Form. Also ich habe jetzt schon mal so hier und da Kontakte aufgenommen zu Illustratorinnen, weil ich so gerade eine Geschichte immer schon als Buch vor mir sehe. Also nicht irgendwie als, man könnte ja auch ein Format machen, wo man das erzählt und mit Performt Musik und irgendwie, so performt, ja. aber irgendwie schwebt mir da eher ein Buch vor. Aber das ist so, da bin ich jetzt einfach noch nicht an die Personen geraten, wo es einfach passt. Und das eilt auch nicht groß. Ja, aber die gibt's. Also die Schublade gibt's, ja. Ja, ich glaube, es ist unheimlich viel da, so in der Anlage. Und aber im Moment ist der Schwerpunkt dann doch auf dem Musikalischen einfach, genau. Ja. Dann wäre es ja spannend, mal zu schauen, was in den nächsten Jahren bei dir so passiert. Kann man dich irgendwie verfolgen im Internet? Ja, also tatsächlich, wo wir es von den Medien hatten, also im Moment vor allem bei Instagram. Stimmt, ja. Genau, also einfach unter Maren Padal. Die Homepage ist also absolut nicht aktuell. Das heißt, lieber bei Instagram vorbeischauen. Da stehen dann aktuelle Konzerthinweise drauf und da kann man dann auch ein bisschen sehen, was vielleicht noch so kommt. Ja. Ja, schön. Ja. Haben wir was vergessen, was wichtig ist? Habe ich irgendein Projekt nicht angesprochen oder so? Nein, ich glaube, ich habe wirklich viel erzählen können. Ja, ich Und finde es also super. man kann natürlich immer noch mehr erzählen, aber ich glaube, es ist alles Zeit. Ich habe ja noch möglich eine sind. letzte Frage, die muss ich ja immer noch stellen zum Schluss. Und die ist, was wünschst du dir? Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich dachte, du hörst meinen Podcast. Ja, aber so viele Folgen habe ich auch nicht gehört. Das ist an jedem Ende. Ja, kommt immer zum Schluss. Okay. Schön langsam. Es ist tatsächlich eine Frage, die mich überfordert. Stell dir mal vor. Also, Ja, aber ist das doch sagt immer spannend. viel. Ja, Ja, ich ja, weiß das ja, auch schon. Aber ich bin so jemand, wenn du dann so die Pistole so ganz auf die Brust setzt, da kommt dann gar nichts mehr. Ich finde halt an dieser Frage immer schön, also ich wurde tatsächlich noch nie gefragt, warum ich die eigentlich immer stelle. Ich stelle sie seit Folge 1. Ich stelle sie, das war eine ganz alte Idee von mir, dass ich immer am Ende diese Frage stelle. Und es hat sich halt auch tatsächlich bewahrheitet, dass das meistens nochmal irgendwas ganz Spezielles auf den Punkt bringt. Dass das entweder Okay. nochmal das Gespräch ganz interessant zusammenfasst oder dass es so einen schönen Ausblick gibt. Und manche Leute antworten mit einem Satz und Ja. dann war's das. Manche fangen noch mal ein ganzes Gespräch mit mir an über irgendwas und dann geht die Folge doch noch mal 10 Minuten. Okay, Ich ja. finde es einfach total interessant, weil es meistens dann doch noch mal irgendwie ja so auf den Punkt bringt, was ist jetzt gerade in diesem Moment wichtig? Ja. So, wo soll's hin? Es ist auch interessant, ob die Frage, ob ich mir erlaube, mir was zu wünschen, so, weißt du? Ja. Also das ist so, so dieses, boah, echt, wenn ich jetzt einfach was wünschen könnte, was wäre denn das? Das Also kommt auch das viel. so. Darf ich mir auch mehreres wünschen? Darf ich ganz egoistisch sein? Ich denke immer, ja, wünschen kann man sich doch eigentlich Ja, alles. Und natürlich darf man sich auch vieles wünschen. ja. Ja. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass ich gerade nicht antworten kann, zeigt, dass, also was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr so, sagen wir mal, so Klarheit sehe für meinen Weg. Ja, weil ich meine, wie wir jetzt auch gehört haben im Gespräch, ist ja, ich habe irgendwie so viele Ideen, die irgendwie so halb in der Welt sind oder zum Teil gar nicht in der Welt sind. Und dann nimmt immer wieder Schule auch sehr viel Raum ein und dann gibt es immer auch mal wieder gesundheitliche Themen und so weiter. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich mich selbst noch ein bisschen besser greifen so könnte. Ja, vielleicht kam das jetzt im Interview nicht so rüber, dass ich mich nicht greifen könnte, aber so für mich ist halt der Eindruck, ja, ich mache halt hier mal ein bisschen das und hier mal ein bisschen das und vielleicht bin ich auch so, dann würde ich mir darüber Klarheit wünschen und einfach sagen, ich bin halt sprunghaft und ich konzentriere mich halt mal auf das und dann mal auf das und dann gibt es vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nichts für mich und ich bin einfach nur Lehrer, also Lehrerin in Anführungsstrichen. Aber dass ich da so ein bisschen
weiß, was meine Prioritäten, also so, es geht eigentlich eher um ein inneres Gefühl von, wo ist meine Priorität, wo investiere ich meine Zeit rein, wie strukturiere ich mich, dass die Dinge dann auch ins Laufen kommen. Also ja. Ich glaube, da liegt schon der Wunsch so für mehr Klarheit im Innen tatsächlich ja. so ja. zu erlangen. Weil, genau, ich verliere mich dann manchmal wieder, dann starte ich irgendwas und dann höre ich wieder auf und dann ist so, ne? Und es ist ja okay, ich will das jetzt gar nicht bewerten, im Sinne ja. von gut oder schlecht. Aber es wäre ja schon schade, wenn ich dann irgendwann mal zurückblicke und sage, ach guck mal, du hast irgendwie so geniale Ideen gehabt, aber es ist überhaupt nie irgendwie ans Licht gekommen. Mhm. Ja? Und ich glaube, da würde ich schon gerne auch mich trauen. Und das wird jetzt auch mit diesem Format dann im Winter, das wird auch so das erste Mal, dass ich wirklich alleine dann auch auf die Bühne gehe. Ja? Weil ich ja. war sonst immer umgeben von Mitstreitern und Streiterinnen, also mhm. im Ensemble oder mhm. in der Band oder zumindest im Duo. Und vielleicht sage ich auch, danach brauche ich nicht mehr, es ist gar nicht das, was ich will, allein. Aber ich glaube, dass der Schritt jetzt trotzdem auch mal gut ist, zu sagen. Und es ist ja auch so ein Herzensprojekt von dir jetzt, ja. ne, mit dem Thema. Also ich glaube, das ist... Ja, ja, wir hatten ja auch schon dieses Klang der Stille-Projekt laufen im Duo, wo es ja auch darum ging, dass die Leute im Liegen zuhören und dass man irgendwie ja wirklich so Musik macht, die einfach so nach innen mhm. führen soll. So in, einfach in so einen schönen Raum, den wir, glaube ich, alle in uns tragen. Mhm. Ja, und wo wir aber vielleicht so im Alltag den Kontakt verlieren und gestresst und gehetzt und angespannt sind. Aber ich würde gern wieder den Weg in diesen Raum öffnen, sowohl für mich als auch für andere, dass wir da wieder eine Anbindung haben. Na siehst du. Na siehst du. Geht doch. Geht doch. Na schön, geht genau. Doch. Ne? Total schön. Ja, ja. Also vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für dein Spiel vorhin. Fand ich total inspirierend und fand das Gespräch total inspirierend. Ich hatte ganz viel Gänsehautmomente. Und hoffe oder bin ziemlich sicher, dass einige, die jetzt zugehört haben, das genauso empfinden. Ich finde es ganz toll, was du machst und mach einfach weiter. Das ist total schön. Okay, danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja, cool.